So, ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic 1. In der letzten Folge haben wir den nächsten Foki gefunden und, boah, meine Nase sitzt. Das ist, also, wow. Was ich sagen wollte, ich weiß nicht mehr alles hier, was ich machen muss, wie ich es machen muss, keine Ahnung. Ich weiß, wir sind am letzten Ende so ein bisschen des Spiels, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich mein Inventar und alles öffne mit Tab. Okay. Und irgendwie konnte ich ja noch die Karte öffnen. Boah, meine Nase, ne? Seite von Saturas. Nee, das war falsch. Ich muss gerade mal was machen. Das ist immer der kritische Part. Ich muss gerade meine Maus umstellen auf Gothic. Öffne ich die denn? Hä? Ach, warte mal. Na, das wollte ich nicht. So. Man sieht immer, es ist ein bisschen kompliziert. Bei mir das Spiel zu spielen. Da sind wir jetzt. So, jetzt ist die Frage, wie viele Loki haben wir schon? Können wir das sehen? Ja, wahrscheinlich nur so Sachen, die man nicht einsehen kann, ne? Aber verschiedenes vielleicht. Weil ich weiß jetzt nämlich natürlich auch nicht, wo ich schon alles war. Und wo noch nicht. Das ist nämlich mein Hauptgrund, weil die letzte Aufnahme ist ja schon ein bisschen her ist. Ich weiß das nicht. Wo waren wir denn schon alles? Es ist auf jeden Fall nur, dass Dinge eklig sind. Oh. Vor allem, wenn sie keinen Schaden kriegen. Wie immer in diesem Spiel. Ich hasse es so abgrundtief, ne? Ich verstehe es halt echt nicht. Warum? Wenn ich jetzt einen neuen schlage, ich werde eh gleich sterben. Dann wird er wahrscheinlich sogar Schaden bekommen. Ich werde es nie verstehen. So. Ich weiß nicht, was das Problem von Gothic hier ist, ganz im Ernst. Ich weiß es nicht. Jetzt ist er auch noch schneller, oder was? Ach, er will mich doch verarschen. Dieses Spiel will mich manchmal wirklich verarschen. Also ich bin wirklich froh, wenn dieser Teil rumgeht. Von der Story ist der ja super, ne? Aber... Sorry, vom Spiel her ist der einfach das Beschissenste.
macht jetzt schon keinen Spaß mehr. Ich bin wirklich froh, wenn das vorbei ist. Ja, aber ich habe einfach jetzt schon gerade keine Lust. Ich will mir das halt nicht vermiesen. Ich will dieses Spiel vor zu Ende haben. Und da ist mir das auch egal, ob ich cheat oder nicht. Weil ich bin, also ich mag das Spiel, vor allem nach dem Film. Es gibt ja diesen Gothic-Film, der basiert ja auf Gothic 1. Und ich finde ihn ja super, ich finde die Story toll. Aber das Spiel ist halt Schrott, was das Spiel halt an sich angeht. Und also was also man sieht's, ne? Also das ist ganz ehrlich, das Handling, die Steuerung und diese Spielmechanik und so, das ist halt alles der größte Trash-Scheiß, den es gibt. Und sorry, also da kannst du mir auch nicht erzählen, das lag daran, dass das Spiel so alt ist. Auch damals hatte man nicht den Anspruch, beschissene Steuerung zu entwickeln. Also Tetris oder Pong haben eine bessere Steuerung. Ist halt. Es funktioniert. Oder auch halt solche Sachen, ne? Du musst einfach nur sagen, ja, keine Mindestschadens- oder Stärkegrenze oder keine Ahnung, wie das heißt. Sondern einfach, du kannst den Leuten Schaden machen. Egal welche Waffe. Es wird zwar nicht viel sein, du wirst jeden Kampf verlieren, aber so ein Mindestminimum an Schaden muss drin sein. Sonst ist das Kacke einfach. Und das ist unabhängig davon, in welcher Zeit das programmiert wurde. Weil das kannst du mir halt nicht erzählen, dass man das damals nicht hätte programmieren können. Sorry. Das funktioniert einfach nicht. Oh. Auch dieses, dass man Steuerung drücken muss, um irgendwas aufzusammeln. Kannst du mir nicht erzählen, dass man das nicht hätte besser lösen können. Es ist nicht zeitabhängig oder fortschrittsabhängig, das zu programmieren. Es ist einfach nur Dummheit oder Intelligenz von Programmierern.
Und auch, dass diese Konsole sich bitte nicht vervollständigt. Das mag zwar toll der sein, der Gedanke, aber er ist dumm. Ja. Dann geh doch durch. Eine Spruchrolle, eine Truhe. Also hier eine Amphora, eine Fackel. Aha. Ja, hat sich gelohnt, auf jeden Fall zumindest da reinzugehen. Und dann gehen wir mal weiter und gucken, was noch so kommt. Und wen wir heute treffen, das war ja, die letzten Folgen hießen ja Saturas Laris Milton. Drei Urgestalten. Einfach von Gothic, die wir so in drei Folgen getroffen haben. Ich habe halt echt keine Lust, wenn ich immer kämpfen muss. Da habe ich mehr Spaß daran, am Gesamtspiel, wenn ich die einfach per Kill cheate, per Cheat kille, als wenn ich die manuell bekämpfe. Es ist einfach, die Herausforderung ist einfach, hat sich verlangweiligt. Es ist halt echt schade. Dass man keinen Anreiz hat bei sowas, finde ich. Ja. Noch irgendwie. Noch irgendwie normal weiterzuspielen. Es hat für mich hat's keinen Anreiz. Sage ich ganz ehrlich. Ich will einfach nur das Spiel zu Ende kriegen. Die Story ein bisschen begleiten und gucken, was Lester hier macht. Wie bist du eigentlich an dem wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Mhm. Ja, das stimmt. Zumindest wissen wir jetzt, dass wir in die richtige Richtung gehen. Ich denke mal, wir werden auch bei dem. Ist das der dritte oder der vierte? Nee, warte. Milton, Laris, jetzt Lester. Das ist also jetzt der dritte Fokusstein, den wir haben, denke ich mal, glaube ich. Wenn ich richtig gezählt habe. Dass wir dann ja in jeder Folge jetzt eins schaffen, bedeutet noch zwei Folgen für die fünf Lokis. Und dann geht auch alles noch viel schneller. Dann ist Folge 50 oder sowas Finale vielleicht schon, weiß ich nicht. Boah, das wär's natürlich.
Was bist du denn? Hä, was bist du? Was bist du? Hä? Eine Harpie. Ihhh. Seht ihr hässlich aus? Und lacht ihr hässlich? Das ist ja so ein richtiges Velociraptor-Lachen. Bah. Also ich muss von dieser Steigung runter, da kannst du gar nicht kämpfen. Hier, sowas mag ich, ne? Angreifen und Schaden machen können. Ob man viel oder wenig machen soll, ist was anderes. Huch. Danke. Danke für diese Information. Das war hilfreich. Auf jeden Fall. So. Alter, sind die laut. Ich höre doch gar nichts mehr. Alter. Die klingen wie ich, wenn ich sehe, dass ein Video nicht werbefreundlich ist. Was ist das hier? So, wow. Ah, oh, da ist auch eine Harpie. Na. Harpie. So. Was passiert jetzt? Ach, Lester muss erstmal ein bisschen die Burg reinlaufen. Coole Zwischensequenz, also paar. Es regnet draußen. Ja, wir haben es gleich. Gut, ich denke, das wird gar nichts. Ja. Ja, Hallo! Ja. Vielleicht hilft das ja. Mann. Ja. Danke. Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Ah, gut. Ja.
Bis zur nächsten Folge und tschüss.